Moin, heute geht es ums Manifestieren und zwar um den ersten Teil, wie du zu der Version wirst, die alles haben kann. All das und noch viel mehr verraten wir dir jetzt in diesem Podcast-Video. Wir sind's, Annette und Easy, meine Seele live aus Kapstadt. Wie schön, dass du da bist. Okay, los geht's. Wie fühlt sich das an, alles haben zu können, dass sich jeglicher Wunsch erfüllt und auch gerade dein jetziger Wunsch? Cool, oder? Aber kommt da vielleicht auch noch so ein bisschen Selbstzweifel hoch oder so Gedanken, irgendwie vielleicht so ein komisches Magendrücken, so, kann das wirklich sein? Passiert mir das auch? Darf ich das auch? Darf ich das auch können? Dass sich jeglicher Wunsch von mir erfüllt, dass ich alles haben kann? Das ist die Programmierung deines alten Ichs, deiner alten Version. Das heißt, heute kümmern wir uns um das Warum. Warum ist es so wichtig, dass du für dich verstehst, eine neue Version von dir zu werden? Okay, lass uns loslegen. Woher kommt dein Wunsch? Das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, woher kommt dein Wunsch? Wichtig ist, dass es sich bei deinem Wunsch, den du manifestieren möchtest, dass es sich nicht um einen Ego-Wunsch handelt sozusagen. Also nicht aus dem Ego heraus, aus dem Mangel heraus, dass du sagst, ich möchte jetzt unbedingt dieses große Auto haben oder die schnellere Auto, weil ich dann im Außen wertgeschätzt werde und mich dann auch wertvoller fühle. Oder ich brauche jetzt unbedingt den Mann, dass der mir zeigt, dass ich liebenswert bin, dass der mich glücklich macht. Nee, um diese Wünsche geht es nicht, weil das sind Wünsche aus dem Mangel. Es geht um die Herzenswünsche, um die, du denkst so, boah, hast du wahrscheinlich bei dem großen Auto auch. Und das können auch durchaus materielle Wünsche sein. Ne? Also ich meine, wenn das dein Wunsch ist, du sagst so, boah, dieses Auto. Und das ein Herzenswunsch ist, hat es nichts damit zu tun, dass du im Außen Anerkennung bekommst, sondern hat es mit dir, in dir drin zu tun, mit deinem Gefühl, was du hast, wenn du dieses Auto fährst. Das ist was komplett anderes. So. Also es geht um diese Herzenswünsche. Und wenn du jetzt an deinen Herzenswunsch denkst, schreib ihn auch gerne mal in die Kommentare. Was passiert da? Kommen da auch diese Ängste auf? Diese Ängste, kann ich das überhaupt? Bin ich das wert? Wird mein Wunsch wirklich in Erfüllung gehen? Alte Programmierung. Und wenn wir uns jetzt mal anschauen, woher kommt denn dein Herzenswunsch? Das ist nämlich mega spannend, wenn du das für dich verstehst. Woher kommt dein Herzenswunsch? Schreib das auch gerne mal in die Kommentare. Von deiner Seele. Und jetzt wird's spannend und jetzt wird's cool, weil was bedeutet denn das? Wenn dieser Wunsch von deiner Seele kommt, die hat dir den nicht einfach so geschickt, diesen Wunsch, sondern den sollst du erleben, der soll sich erfüllen. Denn deine Seele hat deinen ganzen Seelenplan total kreiert, in jedes kleinste Detail. Und sie weiß, wann der Wunsch jetzt an der Zeit ist, wann der erfüllt werden soll, wann er sich erfüllen soll. Und darum hat sie dir diesen Wunsch geschickt, in einer Vision, in einem Gefühl, in wie er auch immer zu dir gekommen ist. Ist das nicht cool? Das heißt, es gibt gar keinen Zweifel mehr daran, ob du diesen Wunsch leben sollst, ob er sich erfüllen soll. Nee, weil das ist klar, weil darum hat dir deine Seele diesen Wunsch geschickt. Ist das nicht cool? Das heißt, du brauchst gar keine Zweifel mehr zu haben, ob er sich erfüllt. So, jetzt wollen wir natürlich mal gucken, okay, wenn du keine Zweifel mehr haben musst, ob er sich erfüllt, wann und wie erfüllt er sich denn da? Und da wollen wir uns mal anschauen, wer da überhaupt welche Aufteilung hat, welche Rollenverteilung, wer eigentlich was machen soll, damit deine Manifestation auch Wirklichkeit wird, dass sich dein Wunsch auch erfüllt. Und das ist mega spannend. Also, der Wunsch kommt durch dich in dein Leben sozusagen, um ihn zu erfüllen, um ihn wahr werden zu lassen. So, was wir Menschen dann oft denken, oh, wir müssen uns um das Wie kümmern. Das ist aber gar nicht unsere Aufgabe, können wir auch gar nicht, weil das Wie, das macht das Universum und die Seele, das machen die zusammen. Weil da haben wir gar keine Ahnung, wie wir das genau machen sollen, weil das eine Dimension ist, die wir uns so noch gar nicht vorstellen können. Und was ganz, ganz wichtig ist, beim Manifestieren geht es ja nicht darum, etwas zu tun. Das heißt jetzt nicht, du sollst jetzt nur auf dem Sofa sitzen und Schokolade lutschen, das meine ich nicht. Natürlich ist Action gefragt. Aber die Action, die du machen sollst, nämlich die Option, die sie dir schicken, die Möglichkeiten, die wahrzunehmen und natürlich auch da etwas zu tun, da auch ins Tun zu kommen.
aber dich nicht die ganze Zeit fragen, wie soll denn das gehen, wie funktioniert denn das? Das machen die. Denn beim Manifestieren geht es, wie gesagt, nicht darum, dass du etwas tust, sondern dass du etwas wirst. Du sollst zu etwas werden. Und das ist diese Vision, diese Version, das ist diese Version, die das leben kann, die sich vorbereitet hat auf diesen Wunsch handeln kann, die Reife dafür hat, auch wirklich diesen Wunsch zu leben. Und wann? Das ist auch nicht deine Aufgabe, weil das ist die Aufgabe deiner Seele und des Universums, weil die wissen, wann du bereit dafür bist, wann du reif dafür bist. Und das wissen sie dann, wenn du dich gerade fragst, ja, und wann wissen sie, wann das reif ist, weil ich habe da einen Wunsch, den hätte ich jetzt schon gerne mal länger, dass er sich erfüllt, wenn du keine Zweifel mehr hast. Sofern du noch jegliche Zweifel hast und dich immer fragst, wann kommt er denn, wann kommt er denn, weiß das Universum, deine Seele, du bist noch nicht bereit dafür und es dauert längere Zeit, weil sie dir damit helfen wollen, dass du, wie gesagt, zu dieser Version wirst, die da hundertprozentig dran glaubt. So, also was ist deine Aufgabe? Deine Aufgabe ist es, daran zu glauben, zu vertrauen, dass deine Seele dir zur richtigen Zeit den richtigen Wunsch geschickt hat. Weil du spürst es ja schon, dass du diesen Wunsch unbedingt erfüllt haben möchtest. Du möchtest das ja unbedingt, du möchtest diesen Wunsch leben. Und jetzt geht es eben darum, wirklich daran zu glauben, zu vertrauen, deiner Seele und auch dem Universum. Weil, wenn die liefern sollen, sozusagen in Anführungsstrichen, wenn man das jetzt mal so platt sagen kann, geht es auch nur durch dich. Das heißt, du musst diesen Wunsch durch dich fließen lassen. Du musst zu dieser Version werden, die auf der Frequenz schwingt, wo auch eben dein Wunsch ist, so dass er sich dir eben auch zeigen kann, so dass du ihn anziehen kannst, so dass er sich auch erfüllen kann. Und wenn du mal schaust, was es ja auch bedeutet, deine Seele, diese Größe, die ja in diesem Körper steckt, in dir sozusagen, und dieses große, weite Universum, was haben die denn für einen Überblick? Den hast du doch gar nicht. Wir sind eher so als Menschen so etwas eingeschränkt in unserem Blickwinkel. Die wissen, welche Möglichkeiten da sind. Die wissen, wie das funktioniert. Du musst das gar nicht wissen. Und ist das nicht schön? Ist es nicht schön, da wirklich ins Vertrauen gehen zu können? Aber das Feld ist natürlich schwierig, weil wir es anders gelernt haben. Wir haben gelernt, wenn wir etwas verändern wollen, müssen wir etwas tun, um was zu ändern. Den Stuhl von links nach rechts, wenn wir das den von links nach rechts haben wollen. Ja, du darfst auch was tun, aber in dir. Dass du innen in dir deine Inner Work sozusagen machst, dass du in dir arbeitest, um das möglich zu machen. Und das Schöne dabei ist, dass du dir so etwas Wundervolles schenkst, nämlich wirklich Selbstvertrauen, immer mehr bei dir zu sein. Und das ist das Schöne eben auch mit diesen Wünschen, genauso bei den Seelenpartnern, die Köder sozusagen, wo sie sagen, hätte ich gerne, was muss ich tun, um letztendlich auch das haben zu können. Genauso mit dem Erfolg bei der Seelenaufgabe und all diesen Dingen. Also ganz, ganz wichtig, dass du dich nicht um das Wie kümmerst und auch nicht um das Wann. Das ist nicht deine Aufgabe, sondern dass du dich darum kümmerst, dich vorzubereiten, die Reife zu haben, auch wirklich diesen Wunsch zu empfangen und den eben auch leben zu können. Das bedeutet aber auch, dass du eine Entscheidung treffen musst. Eine Entscheidung, dich von deiner alten Version zu verabschieden. Dass du aufsteigen kannst in deine neue Version, in die Version, die eben reif für diesen Wunsch ist. Das war's für heute zum Thema Manifestieren, wie du zu der Version wirst, die alles haben kann. Teil 1. Wir haben uns heute das Warum angeschaut. Ich hoffe, dieses Video hat dich weitergebracht. Lass es wirklich mal sacken und reflektiere mal so ein bisschen und schau mal bei dir, was da letztendlich noch los ist, warum du noch nicht das lebst, was du lebst, dich noch nicht dein Wunsch erfüllt hat. Und im nächsten Video wollen wir uns anschauen, wie du zu der Version wirst, die alles haben kann. Vielen Dank, dass du wieder dabei warst und jetzt sende ich dir alles, alles Liebe. Ciao for now. Love and smile, so oft du nur kannst, deine Annette und Easy. Lebe deine Einzigartigkeit, denn du bist ein Geschenk. Pack es aus. Tschüss.